Geht es heute in die Skihalle? Aber so richtig in den Bergen und so war ich auch tatsächlich noch nie. Ich habe mich einmal richtig doll hingelegt. Nee, stimmt gar nicht. Genau, und dann habe ich gestern noch an meinem Designprojekt weitergearbeitet. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Vlog. Für mich, meinen Bruder, meinen Cousin und meine Schwester geht es heute in die Skihalle nach Bispingen und deswegen dachte ich, ich nehme euch da einfach mal mit. Das haben wir nämlich unserem Cousin zum Geburtstag geschenkt und ich habe jetzt schon die Sachen gepackt und jetzt geht es auch schon los. Ich wollte euch noch mal ein bisschen updaten, wie das auch am Samstag in der Skihalle war. Und zwar sind wir da ungefähr mit dem Auto etwas mehr als eine Stunde hingefahren. Und es war eigentlich richtig, richtig cool. Ich fahre ja immer Snowboard und kein Ski, also ich bin noch nie Ski gefahren, sondern eigentlich direkt Snowboard immer. Beziehungsweise so oft bin ich auch noch gar nicht gefahren. Ich war jetzt ein paar Mal in der Skihalle und wir waren ja auch einmal am Harz da Skifahren, aber so richtig in den Bergen und so war ich auch tatsächlich noch nie, weil wir eher die sind, die immer in Sommerurlaub fahren. Genau, aber ich fand es eigentlich gar nicht so schlimm, wieder anzufangen, weil ich bin jetzt vor 3 Jahren, also vor Corona, das letzte Mal gefahren und ich habe mich aber eigentlich raufgestellt und es ist eigentlich tatsächlich wie Fahrradfahren, also man verlernt es eigentlich gar nicht so. Ich konnte eigentlich direkt fahren. Klar war es am Anfang ein bisschen wackelig, aber da ist man schnell wieder reingekommen. Und da gibt es tatsächlich auch so einen kleinen Funpark, nennt sich das, mit so Rampen und so. Und das war richtig, richtig cool. Ich habe mich einmal richtig doll hingelegt, aber tatsächlich nur einmal so richtig. Und ansonsten hat das eigentlich ganz gut geklappt. Genau, und gestern, also am Sonntag, hatte ich 6 Stunden Training. Also ich war von 10 bis 16 Uhr in der Halle. Ich habe erst selber Training gegeben. Nee, stimmt gar nicht. Ich hatte erst selber Training, 2 Stunden von 10 bis 12. Dann hatten wir 1 Stunde Pause, haben ein bisschen das Programm für die Kleinen weitergeschrieben, weil das noch nicht ganz fertig ist. Und dann hatten wir von 13 bis 16 Uhr haben wir dann den kleineren Training gegeben. Und dann war ich also auch erst spät zu Hause, habe dann geduscht und ja, habe dann eigentlich nichts mehr gemacht, noch was gegessen und dann habe ich mich auch ins Bett gelegt. Genau, und heute ist ja Halloween, also heute ist frei. Habe ich auch zum Glück keine Uni. Montags ist ja mein längster Tag, deswegen ist das richtig, richtig gut, dass der jetzt sozusagen wegfällt. Ist ja letztes Mal schon mal weggefahren, als Montag auch der eine Feiertag war. Eigentlich habe ich voll Glück gehabt, so. Genau. Meine Schwester ist nämlich auch übers Wochenende jetzt hier und da haben wir gerade ein paar TikToks gemacht, damit da auch mal wieder was kommt. Das ist ja immer ein bisschen schwierig, da sie ja nicht mehr zu Hause wohnt und das ja auch nicht gerade um die Ecke ist. Und wir da eben jetzt nicht mehr jeden Tag sowas machen können. Aber wenn wir uns dann sehen, machen wir schon noch Fotos und TikToks manchmal, wenn wir Lust dazu haben. Und genau, jetzt haben wir wieder ein paar abgedreht. Nachher kommt noch meine Oma zum Kaffee. Und ansonsten mache ich, glaube ich, heute auch nicht mehr viel. Hey! Ich habe mich gestern tatsächlich gar nicht mehr gemeldet. Ich habe aber, also ich war sehr fleißig und habe viel, viel am Programmieren gesessen. Wie einige von euch wissen, ist es ja nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Aber was muss, das muss, ne? Also für die Uni muss ich das dieses Semester noch machen. Und wenn ich das Semester dann aber fertig habe, dann bin ich erstmal mit dem Programmieren durch.
Es sei denn, ich mache es dann irgendwann freiwillig, aber ich denke erstmal nicht. Da habe ich auf jeden Fall sehr lange gestern dran gesessen, bin aber richtig stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe und schon mal den Anfang hingekriegt habe. Ich werde mir wohl beim Restlichen wahrscheinlich irgendwie nochmal mehr Hilfe holen müssen oder Tutorials noch mehr angucken müssen. Ich habe das gestern auch mit Tutorials gemacht. Aber ja, es wird auf jeden Fall, glaube ich, hoffentlich. Genau, und dann habe ich gestern noch an meinem Designprojekt weitergearbeitet. Da musste ich ja Fotos, also Produktfotos von Schmuck machen. Und da habe ich gestern noch mal ein paar weitere gemacht. Ich hatte ja schon welche gemacht, aber ich habe noch mal ein paar Ideen umgesetzt. Das Setting kann ich euch gleich auch noch mal zeigen. Ja, und ansonsten war ich gerade noch bei einer Freundin und habe ihr ein bisschen geholfen bei Uni. Beziehungsweise wir haben ein bisschen Uni zusammen gemacht. Genau, wollte ich euch noch zwei Pakete zeigen, die angekommen sind. Ich habe schon reingeluschert, aber ich wollte sie euch trotzdem noch mal zeigen. Ja, so sieht das hier eigentlich aus. Hier liegt der ganze Schmuck, den ich fotografiert habe. Ist nicht alles mein Schmuck, ist auch von meiner Schwester geklaut ein bisschen. Also ich habe sie natürlich gefragt, aber dann hatte ich mir hier so eine Schale gekauft, mit der ich auch ein paar Fotos gemacht habe. Und dann unter anderem auf ganz normalem weißem Stoff einfach. Und dann hatte ich noch so eine Bluse aus so einem Stoff. Da dachte ich, ist auch ganz cool. Und sieht auch ganz cool aus, finde ich. Ja, da habe ich ein paar Fotos dann gemacht mit meiner Kamera. Und bin mal gespannt, was mein Professor jetzt dazu sagt. Und jetzt zeige ich euch einmal die beiden Pakete, die ich bekommen habe. Einmal habe ich was bei Saphira bestellt und zwar eine Kette. Die habe ich mir auch schon angeguckt, aber ich zeige sie euch jetzt trotzdem nochmal. Kommt in so einer kleinen Schachtel. Genau, so sieht die Kette aus. Ist einfach so eine schlichte Kette. Und die ist richtig, richtig cute. Ist nicht ganz so lang, also ist eine kurze Kette. Und dann habe ich noch ein Paket von Hunke Möller bekommen. Da habe ich auch schon reingeguckt. Also ich weiß auch schon, was drin ist, aber ich wollte es euch trotzdem nochmal zeigen. Und zwar richtig cool ist das in so einem Beutel gekommen. Das ist richtig flauschig, also. Und es passt auch perfekt, denn ich brauche unbedingt, also es ist ein Schlafanzug, und ich brauche unbedingt einen langen neuen Schlafanzug, weil mir meine anderen schon ein bisschen klein sind. Also was ich und Schlafanzüge angeht. Ja, aber ich finde den auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das ist so ein kariertes, passt perfekt zu Weihnachten. Und der ist auch richtig, richtig flauschig. Genau, und das ist das Oberteil dazu. Das ist einfach schlicht, aber auch sehr, sehr flauschig. Also ich freue mich schon, den zu tragen, weil das ist auf jeden Fall sehr gemütlich. Und in dem Paket, was ich nicht wusste, sind auch noch zwei Produkte drin gewesen. Die Marke kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber habe ich mich riesig gefreut. Und das packe ich auch einmal aus. Das eine ist hier, das heißt Coco and Eve. Vielleicht kennt das ja jemand von euch. Das ist so ein Hair Elixier. Und das andere ist von der gleichen Marke natürlich, ist so eine Haarmaske. Freue mich schon richtig und es riecht auch so gut. Ich glaube direkt mal aus, beziehungsweise ich habe noch ein anderes Produkt, was ich erstmal leer machen wollte. Beziehungsweise es passt richtig gut, weil mein anderes Haaröl ist nämlich fast leer tatsächlich. Und ich war mir schon kurz davor, ein neues Haaröl zu kaufen. Von daher passt es richtig, richtig gut. Als hätten die das gewusst, ne? Ja, das war's.